Wie lange ich hier bin? 8 Tage bin ich hier. 8 Tage sind Sie schon hier. Und ja. Sie sind Frau? Lama. Frau Lama. Elisabeth Lama. Elisabeth Lama. Und gefällt es Ihnen hier? Ja. Was fällt Ihnen hier besonders gut? Die Schwestern sind in Ordnung. Die Schwestern sind in Ordnung, alle Mann. Ja, ich bin die Jennifer und ich bin Betreuungskraft hier. Und wie unsere Heimleitung mal sagte, Betreuungskräfte sind bei uns im Haus die Glücklichmacher. Dass sie und gefällt Ihnen das? Ja, für mich ist immer viel wert, wenn man die Bewohner zum Lachen bringt. Ja. Wenn die Bewohner zufrieden sind und sagen, heute war wieder eine schöne Beschäftigung, war schön draußen im Park. Ja, ja. Ich habe früher einen anderen Beruf gearbeitet. Ich war auf Bau tätig als Maler und Lackiererin. Und dann dachte ich und mir, ich brauche... Und hat es Ihnen gefallen? Es war nachher sehr körperliche Belastung. Hm. Die schweren Eimer. Schwere Eimer. Ja, und im Pflegeheim bei meiner Oma damals habe ich halt gemerkt, dass man den alten Menschen noch was Gutes tut. Gutes. Die alten Menschen, klingt jetzt blöd, aber die werden halt immer mehr. Ja. Und die brauchen auch die Zuwendung. Angehörige haben nicht immer die Zeit oder manche haben gar keine Angehörigen mehr. Und Ihnen gefällt das aber jetzt hier, ja? Mir gefällt das auch sehr. Es ist alles familiär. Klar haben wir alle noch so ein bisschen unsere Anfangsschwierigkeiten, aber das ist, denke ich mal, normal. Ja. Ja, man muss erst mal den roten Faden finden. Ich bin froh, wenn wir die Bewohner zufriedenstellen können. Wir sind zufrieden. Das, mit Ihnen. Das ist schön. Ja, wirklich wahr. Auch die anderen Schwestern, die sind auch in Ordnung. Wir untereinander, egal ob das Pflege ist, ob das Reinigung ist, ob das Betreuung ist, ob das Küche ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, oh nee, das Essen mag ich gar nicht. Ja, oder was hier zu Hause... Heute gab's Kolo-Land. Heute gab's Kolo-Land. Oh. Und, haben die geschmeckt? Ach, hier, oh, wunderschön, aber so viel. Oh, ich könnte nicht mehr Hälfte stehen gelassen. Und gestern hat mir das auch gefallen, wo wir im Park waren und überall mal da geguckt. Wo wir spazieren gegangen sind, ja. Ja, das war gut. Das war wirklich gut. Oder mal schöne Spiele machen oder was. Das geht auch. Heute haben wir Sterne gemacht. Ja, weil es langsam auf der Adventszeit so langsam zugeht, schöne dass man Sterne. So langsam Weihnachts- und Winterdeko macht. Wunderschöne Sterne hat haben wir gemacht. Ja, wunderschön. Ja, oder mal hier. In Rasen, Federball spielen. Geht Federball? Auch. Ja. Wir werden dann auch Feierlichkeiten organisieren. Letztens hatten wir erst ein Oktoberfest. Da waren Sie aber noch nicht bei uns. Nee. Da gab es Laugenbrezeln, da wurde zum Mittag auch richtig bayerisch gekocht. Mit ja, da hat die andere Schwester uns auch gestern das erzählt. War gestern auch wunderschön. Mit dem Schwungtuch. Wir haben Sport gemacht gestern, stimmt. Die Gymnastiktruppe. Weil viele sagen immer, ah, Sport, oh nee, und ich kann noch hier nicht, ich kann noch da nicht. Aber wenn es denn drauf ankommt, dann vergessen sie ihre Sorgen. Ja, machen ja, mit. Machen mit und alles. Ja. Oh, das hat gestern gut gemacht. Haben Freut wir gut gemacht. Und das ist diese positive Bestätigung, wenn der Bewohner sagt, es hat mir gefallen, es hat mir Spaß gemacht. Ja. Das ist dieser Grund, warum ich eigentlich jeden Tag die Motivation habe, wieder auf Arbeit zu kommen und zu sagen, Mensch, mal sehen, wen wir heute wieder glücklich machen können, weil ja unsere Heimleitung sagt, die Betreuung, das sind die Glücklichmacher.